Jupp. Yes, dann sind wir wieder hier. Da sind wir wieder da. Live auf Facebook, wie immer dienstags mit dem B&R Talk Lunch. Auf der Seite heute von Imperfect Business, gemeinsam mit mir, der Regina Westenthaler von Westenthaler Media. Und wir sind vor über einem Jahr schon angetreten, um die Online-Business-Welt so ein bisschen zurechtzuschütteln und euch Wichtiges über Unternehmertum, Marketing, Sales und so weiter zu erzählen. Und ihr seht heute, was ist los? Unser Thema Hobby, Spaß oder doch Unternehmen, spaßbefreite Arbeit oder ich mache nur noch, was mir Spaß macht. Das Was mir alles leicht fällt. ist Nur heute das. unser Thema. Fällt es uns leicht, jeden Dienstag diese Show zu machen, liebe Barbara? Du meinst nur, weil wir momentan irgendwie beide so drei Vollzeitjobs haben? Die leichteste Übung, würde ich sagen. Das ist die leichteste Übung. Haben wir jeden Dienstag eine wahnsinnige Lust auf diese Show? Wenn wir drin sind, schon. Wenn es da mal angeschaltet ist, ja, bis dahin kommen wir wahrscheinlich auch auf tausend eine Idee. Ja, wir Ja. wollen uns heute ein bisschen mit euch unterhalten über diese Geschichte mit dem Unternehmertum oder Unternehmerinnentum, über die Sache mit dem Hobby, über die Sache mit der Ernsthaftigkeit, über die Sache, ob das, wenn man Ernsthaftigkeit da reinbringt, vielleicht dann sogar spaßbefreite Arbeit ist und doch wieder Maloche oder ob es Sinn macht, nur noch das zu tun, was Spaß macht. Sollten wir Hobbyunternehmer sein? Sollten wir richtige Unternehmer sein? Was macht ein richtiger Unternehmer, eine richtige Unternehmerin eigentlich aus? Was tun die eigentlich den ganzen Tag? Lauter so Sachen besprechen wir heute mit euch, liebe Barbara. Du darfst zu predigen beginnen. Fangen wir an mit der Predigt. Nein, gar nicht. Ich fange gar nicht an mit der Predigt. Ich habe in einer ganz anderen Facebook-Gruppe einen Post gelesen über jemanden, der sich beruflich weiterentwickeln möchte oder sonst irgendwas. Und dann kam irgendwann die Rückfrage, kannst du doch einfach machen. Ich meine, der Tag hat ja mal 24 Stunden. Ja, nee, also sie wäre ja auch noch ganz viel im Ehrenamt mit 50 Stunden im Monat engagiert. Das ist ziemlich ordentlich viel, ne? 40 bis 50 Stunden. Und nein, das würde sie ja wirklich eben aus dem Ehrenamt machen, weil ansonsten würde der Spaß an der Sache verloren gehen. Wenn sie das, in dem Fall waren das irgendwie Deutschkurse, irgendwie für Flüchtlinge und sonst irgendwas, sonst würde der Spaß ja da eben verloren gehen und deswegen würde sie das eben ehrenamtlich machen. Was dazu führt, dass sie eben relativ wenig Zeit hat und gleichzeitig eben total unzufrieden ist, weil die Einkommenssituation nicht auf dem passenden Niveau ist. Da sitzt die kleine Barbara dann vor so einem Facebook-Post und kommt sich dann final so autistisch vor, wie ich mir das letzte Mal wahrscheinlich mit 8 Jahren vorgekommen bin, warum ich keinen Superman gucken konnte. Mir dachte, er ist genauso allein und verzweifelt mit diesen Menschen wie ich, weil ich darauf gucke und wirklich außer einem riesen Fragezeichen und ich verstehe es nicht. Das ist meine natürliche Reaktion auf sowas. Ich verstehe es nicht. Dann geht mein professionelles Gehirn irgendwann an, aber bis dahin verstehe ich es nicht. Und jetzt ist das Schlimme, gut, die gute Dame ist angestellt, also alles irgendwie an der Stelle relativ easy going. Aber dann wechseln wir mal den Modus. Das heißt, die gleichen Aussagen in grün, in gelb und mit lila Punkten kommen ja genau auch so von Selbstständigen und Unternehmer und Unternehmerinnen. Wo die Prioritäten liegen und dann sitze ich wieder davor. Und nun, wie kommen wir denn jetzt zu dieser Aussage? Und merken wir, haben wir denn diese Aussage jemals zu Ende gedacht? Und auf der anderen Achse steht das, was Regina gerade schon angesprochen hat, was du gesagt hast, dieses, naja, aber es muss ja auch alles Spaß machen. Also meistens kommt der Spaß beim Arbeiten, das ist wie ähnlich wie mit dem Hunger, der Appetit kommt beim Essen so ungefähr. Und das ist schon so ein bisschen, wo ich mir denke, so, ja, aber, okay, Fragezeichen im Gesicht. Und wir erzählen ja immer wieder, es gibt ja so ein unspaßiges, spießiges Thema, dass Arbeit wichtig ist. Das heißt, wir haben eine Crowd, die hier definitiv nicht arbeitsscheu ist. Und auch dieser Post war, ich meine, wenn jemand 50 Stunden im Monat obendrauf legt, dann einen Job hat, dann einen Job hat, dann kann man jetzt schlecht sagen, dass derjenige arbeitsscheu ist. Aber scheinbar hat sich da noch nie jemand drüber Gedanken gemacht, in dem Fall die konkrete Dame, was das heißt, was sie da für Arbeit leistet. Und damit sind wir dann eben bei unseren Unternehmerinnen, die sich scheinbar auch noch nie wirklich drüber Gedanken gemacht haben, dass es Arbeit und Arbeit gibt. Also zumindest ist das so mein Eindruck. Ja. Dass dieser große Überbegriff Arbeit
sehr variabel gesehen wird. Übrigens, wenn ihr live dabei seid, sagt mir immer gerne Hallo und Hallo. Ne? Also wir haben jetzt zumindest einmal schon mal live dabei. Ja, Marina hat uns gefunden, Arbeit. Super. Passt, passt, passt. Ja, die Sache mit der Arbeit. Es wird wahnsinnig gerne das als Arbeit gesehen, was wir letztendlich in unseren Produkten ausliefern. Ja. Ja, das ist die Arbeit. Das andere ist irgendwie so nice to have scheinbar. Ja. Und dieses nice to have ist aber aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr viel und sehr aufwendige Arbeit. Und die macht den größeren Teil oft aus. Und diese Idee, dass es immer alles Spaß machen muss, ist aus meiner Sicht sowas von überholt, ja, weil es noch niemals, es war noch niemals so, es gab mal so eine fancy Zeit, da waren alle so, wir machen jetzt alles nur das, was uns Spaß macht, aber de facto kann das einfach nicht stimmen und es ist einfach nicht wahr und die Frage ist wirklich in diesen, erstens mal, Dinge, für die man Geld bekommt, können durchaus Spaß machen, auch wenn sie nicht im Ehrenamt sind. Das ist schon mal, eigentlich ist es total geil, wenn du für Ehrenamt bezahlt wirst. Muss man sich mal so überlegen, ja. Dann macht ganz viel mehr Spaß auch, wenn du deine Familie noch davon ernähren kannst. Das ist mal das eine. Und das andere ist auch in Jobs oder in Arbeitsfeldern, die dir Spaß machen, wird es Momente geben, wo es dir keinen Spaß macht. Das ist einfach ein ganz normaler Lauf der Dinge und das ist das ganz normale Leben und es ist immer nur die Frage, wo setze ich meine Prioritäten? Und wenn ich mich dem verweigere, dass das, was mir keinen Spaß macht, aber vielleicht gerade eine Priorität wäre, dann verschenke ich mir halt an der Stelle unglaublich viel und dann falle ich aber halt auch aus dem Spektrum Unternehmer und Unternehmerin raus. Weil wenn es immer nur fancy und nett sein soll und immer nur Spaß machen soll und coole Tools und alles, was weiß ich, dann ist es genau der Moment, wo du rausfällst und wo das Ganze irgendwie zu einem Hobby, das sich vielleicht am besten selbst finanziert, aber meistens doch noch von anderer Stelle irgendwie mitfinanziert werden muss, wo es dazu wird. Und dann wird es echt eigentlich schade drum, weil dann kann man sich den Aufwand einfach auch nicht geben und sich an den Strand legen und ein Buch lesen. Dann kann man mit seiner Zeit sehr viel mehr Sinnvolles anfangen. Mhm. Und das ist etwas, also mir bricht es da ja immer so ein bisschen das Herz, weil halt, man muss ehrlicherweise zugeben, dass es halt eine größere weibliche Zielgruppe betrifft, die ihre eigenen Unternehmen mehr oder minder als Hobby führen. Es ist nicht, dass alle Frauen das tun, um Gottes Willen, aber wenn ich mir so angucke, wie die meisten Frauen ans Unternehmertum rangehen, dann betrifft das die größere Gruppe. Die sind dann da auch ganz stolz drauf. Wir denken so, das ist ganz der falsche Ansatz. Und wirklich eben halt, es kommt immer wieder zu so einer Grundfrage zurück. Was ist die Arbeit einer Unternehmerin, eines Unternehmers? Und die Antwort ist meistens ziemlich die falsche. Weil immer was kommt, ist dann eben die Fachexpertise innen drin. Und es gibt eine Theorie, da nennt man, das wird dann eben halt so unterteilt, dass du dein eigener Facharbeiter bist. Ja, klar, irgendjemand muss es abarbeiten, wenn du halt insbesondere ein One-Woman- oder One-Man-Show bist. Oder halt Mitarbeiter hast, die sonst irgendwie mehr im Backoffice unterwegs sind. Aber darauf sollte man nicht, das ist nicht das, was das Unternehmertum oder die Unternehmerin ausmacht. Die Unternehmerin definiert sich dadurch, dass sie in der Außenwahrnehmung sichtbar ist und jeden Moment dafür sorgt, dass mehr Kunden reinkommen. Und das ist etwas, was Arbeit und Arbeit irgendwie, das ist alles so ein schöner Begriff. Aber genau das, was dann notwendig ist, dass da hinten nämlich wirklich dann jemand kommt, der mir Geld in die Hand drückt und sagt, wunderbar, jetzt mach du dann bitte auch deinen Job, was dafür notwendig ist. Alles, was da davor notwendig ist, wird nicht als Arbeit definiert, wird als Last gesehen, als nervigen Kruscht, als Bürde, nie als Chance, nie als Gestaltungsmoment. Und wo ich mir dann frage, dann haben sie alle, dann ist es so, ich möchte ja eigentlich, ich meine, ich bin ja auch so jemand, der hochtrabende Ziele im Leben hat und ich glaube ja so an die Veränderung der Welt, Unternehmer verändern die Welt. Das kann ich nicht mit einem Kunden. Ja, weil in dem Moment, wo ich den Kunden da sitzen habe, habe ich ein Unternehmen, ein Team. Ja, da muss man schon, ich habe auch Unternehmen, die haben ein paar tausend Mitarbeiter, aber am Ende des Tages ist es immer noch nichts dagegen, wenn ich überlege, ich halte ein YouTube-Video mit 1 Million Views. Also ich habe auch noch kein YouTube-Video mit 1 Million Views produziert, aber es steht auf meiner To-Do-Liste oder auf meiner Achievement-Liste. Und ganz ehrlich, da muss man doch mal schon irgendwo auch Realismus walten lassen. Wenn ich Arbeit nicht von Arbeit unterscheiden kann und meine Priorität irgendwie drauf setze, dass die Arbeit nur das ist, was mit dem Kunden da so passiert und das andere alles mit dieser negativen Welt definiere, dann kann ich die schönste Arbeitsethik haben. Finanziellen Erfolg werde ich nicht haben.
Das liegt in der Natur der Dinge. Und ich werde auch keinerlei Wirkung haben. Ich verschenke Wirkung ohne Ende mit meiner eigenen Arroganz. Weil ja, da muss man mal ehrlich sein. Hobbyunternehmer und Hobbyunternehmerinnen sind nichts anderes als pure Arroganz. Weil ich muss es mir leisten können, dass ich mich um diese Sachen nicht kümmern kann. Irgendwo muss die Kohle herkommen. Und es ist pure Arroganz, dass ich glaube, der Kunde wacht morgens auf und er braucht mein Produkt. Es ist pure Arroganz, dass ich glaube, mit meiner Fachexpertise alleine Geld zu verdienen und das finale Level an Arroganz, dann auch noch alle anderen zu bashen, die sich um die Marketing- und Sales-Seite kümmern. Das ist das eine, ja. Und das andere ist wirklich dieses, gerade weil es halt einfach auch Frauen sehr stark betrifft, ja, dieses permanente Understatement, ja, das, wo ich mir dann immer denke, naja, wie wichtig bist du dir eigentlich selbst, ja? Also es ist nicht so, dass ich finde, man sollte sich selbst über alles erhöhen. Das ist was komplett anderes. Aber sich selbst, seine Zeit und sein Wissen und das, was man sich über die Jahre erarbeitet hat, auch wichtig zu nehmen und der Welt zur Verfügung zu stellen, nicht permanent irgendwo in der zweiten Reihe rumzutanzen, damit irgendjemand anders geil Karriere machen kann und nebenzu so ein bisschen Praxis, ja. Das ist angenehmer für alle, weil es oberflächlich die Harmonie fördert. Wenn ihr ein bisschen dahinter guckt, wenn wir alle ein bisschen dahinter gucken, dann wissen wir alle, wie es drunter brodelt. Das macht meistens keinen Spaß, das ist meistens sehr unangenehm, einer muss immer irgendwie zurückstecken oder sonst was, das ist super schwierig und das ist eine Vermeidungsstrategie auch von Konflikt in der Stelle, dass man sagt, okay, ich nehme mir selbst auch das Recht raus, ja, zu sagen, das ist meine Zeit, Kinders, ihr müsst euch selbst um was kümmern, ihr seid auch mitverantwortlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder habe, ja, ihr seid mitverantwortlich für diesen Betrieb hier, ich bin selbstständig, ich mache das, ich möchte das machen, es ist euer Job, mitzuwirken, weil wir sind in einem System, das ist das, was ich von euch erwarte, ja, und so weiter. Da muss ich wirklich auch Konflikte austragen. Das kennt jeder, in egal welchem Familiengefüge du da drin steckst, ob das mit Eltern, mit Tanten, mit Kindern, scheißegal. Das ist immer, und diesen Konflikt gehen ganz, ganz viele aus dem Weg. Das wird aber niemals zu einer wirklichen Unternehmerpersönlichkeit oder Unternehmerinnenpersönlichkeit führen. Das kann es auch gar nicht, weil du nämlich diesen Konflikt permanent aus dem Weg gehst und weil du niemals dich behaupten wirst. Und das ist total schade drum. Und lieber vermeide ich hohe Einnahmen, weil ich nämlich an der Stelle ja auch, es geht ja auch so und bla bla bla. Und der braucht mich und der braucht mich. Und ich denke mal, ey, die Kinder sind über 20, was... Hä? Die haben ihren Scheiß einfach auf die Reihe zu kriegen, Mann. Wenn du das wirklich ernst nimmst, ja, wenn du das wirklich ernst nimmst, was du tust, dann kann man das auch delegieren, egal an wen, und dann ist es total, ja, dann ist es aus meiner Sicht wirklich eine Vermeidung von, ja, eine Vermeidung von eigener Größe. Und das ist so, so schade drum, weil wir alle sagen, okay, es ist ungerecht, wir brauchen eine Quote, bla, 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 da, da, da. In gewissen Teilen bin ich da vollkommen dabei. Ja, absolut. Ich finde, wir brauchen einfach wirklich eine Ausgewogenheit. Aber wir haben eine verdammte Verantwortung, uns selbst um die Ausgewogenheit zu kümmern. Und wenn wir das aus Komfort, aus Vermeidung, die Melli sagt zum Beispiel, du sagst, es ist Faulheit an der gewissen Stelle, ja. Es ist einfach dieses Zurückstecken, weil es ja einfacher ist, vermeintlich einfacher. Wenn wir das an der Stelle verschenken, ja, dann kann uns echt keine Quote helfen, sorry, aber das funktioniert dann nicht. Es ist halt immer dieses, ich muss mir halt ganz klar sein, und das ist das, was ich an der Stelle, wer konfliktscheu und harmoniesüchtig ist, hätte vielleicht besser nie auf die Idee kommen sollen, sich selbstständig zu machen. Weil ich werde immer wieder Leuten auf die Füße treten, selbst wenn Leute mich mögen, meine Sachen schätzen, heißt es noch nicht, dass sie alles gut finden, und das ist auch völlig legitim, ich muss nicht immer alles toll finden. Tue ich bei niemandem, und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich harmoniesüchtig und konfliktscheu bin, dann hätte ich vielleicht nie den Weg des Unternehmertums einschlagen sollen. Wenn ich glaube und wenn ich, wie gesagt, wenn ich halt die Sachen einfach an der Stelle nicht zu Ende denke und mich über die Langfristkonsequenzen meiner Nichthandlungen nicht bewusst mache. Ich sage immer bei jedem Equal Pay Day, wo ich spreche, und sage, super, und irgendwann werde ich dann mit meinem Rollator
das fortsetzen, dann bin ich dann auf der Demo. Das, was mein Vater vor 10, 15 Jahren angestoßen hat mit dem Altersarmutausschuss im Bayerischen Senat, das werde ich dann wahrscheinlich dann final irgendwann noch übernehmen. Vielleicht, wenn ich in Bayern dann wieder lebe, ansonsten mache ich es irgendwo anders. Aber im Prinzip übernehme ich das dann irgendwann und setze dann an die Argumentation meines Vaters von 2008 oder sowas an und sage so, wie der Herr Lampel damals schon gesagt hat, super, gleiches Desaster. Und das ist halt etwas, wenn ich mich auf eine Reise begebe, die heißt, ich möchte mit einem Unternehmen am Markt sein, ich möchte mit dem finanziell erfolgreich sein, dann muss ich an der Stelle mich ab und zu selbst senkrecht stellen. Und das heißt ganz klar zu wissen, dass so schön die Arbeit mit dem Kunden ist und das natürlich ist, wo wir meistens die meiste Fachexpertise haben, warum wir überhaupt jemals die Idee gehabt haben, ein Unternehmen zu gründen ist. Wenn ich nicht bereit bin, die andere Arbeit, die wichtiger ist. Andere Arbeit ist wichtiger. Denn wenn niemand weiß, dass ich existiere, wenn niemand weiß, was ich tun kann, dann ist hinten raus alles totale Idiotie. Ja, und wenn ich glaube, dass ich keine Zeit dafür habe, dann muss ich, glaube ich, mit mir hart nochmal in den Medias Res gehen und mich fragen, was ich mit meinen 24 Stunden so anstelle. Und wo ich denn in dieser Kalkulation, wenn das mein Business ist, selbst drin vorkomme. Und dann heißt das halt ganz häufig, ja, dass ich eventuell mit jemandem reden muss, der sagen muss, Entschuldigung, so geht's nicht weiter. Das heißt, aber das betrifft jeden. Das ist totaler Schwachsinn. Das betrifft jeden Mann. Das betrifft jeden, der ein eigenes Unternehmen mal gegründet hat. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagen musst, so geht's nicht. Und das ist nicht, womit was ich meine Zeit verschwende oder sinnvoll einsetze. Und das ist halt einfach an der Stelle einfach mal. Und das ist das, was man fragt sich ja dann immer noch mal final, wie kommt es dazu, dass die da Leute irgendwie auf Sur oder was auch immer oder sonst irgendwas reinfallen? Natürlich, weil halt eine Fantasie verkauft wird. Hollywood at its best. Ja, wir sitzen alle irgendwie im Kaffeeladen rum, sitzen alle auf irgendwelchen Yachten rum. Wir müssen alle nichts dafür tun, dass unsere Kunden da sind. Und Kunden müssen können auch einfach so betreut werden. Das ist alles, was die Realität anders ausschaut. Das ist egal, an welchem Punkt man ist, egal wie erfolgreich man ist, es ist eine Herausforderung, seine Prioritäten on track zu behalten. Und das Schlimmste und Krasseste, was passieren kann, ist zu glauben, dass Arbeit nur das ist, wenn der Kunde mir gegenüber sitzt in irgendeiner Art und Weise. Wenn ich das denke, sucht euch einen Job, denn dann werdet ihr genau dafür bezahlt. Wenn ihr ein eigenes Unternehmen habt, ist alles, was davor notwendig ist, bis der Kunde Kunde geworden ist, der viel wichtigere Job. Und wer diesen Prioritäten-Shift das im Kopf nicht hinbekommt, wird immer mit seinem Unternehmen rumdümpeln, wird immer wieder irgendwie in K.O. reinrennen, wird keine sauberen Entscheidungen treffen können, was die Prioritätenliste hergibt, wird sich selbst konstant ein Bein stellen und immer wieder auf den gleichen Scheiß hinauslaufen. Immer und immer wieder und wird sich am Anfang nach einem Monat oder irgendwann nach 5 Jahren fragen, warum dümpel ich denn hier immer noch durch die Gegend? Und dann kommt das nächste Tool und die nächste Idee und der nächste Wahn, was schlicht und einfach immer noch das gleiche Problem ist. Ich habe immer noch nicht realisiert, was Arbeit und Arbeit ist. Ja, das ist wirklich ein super, super wichtiger Punkt, respektive super, super wichtige Punkte. Ja. Und das ist einfach nicht vom Tisch zu schieben, einfach so. Und das hat Auswirkungen auf alles, was du tust. Und es ist wirklich eine Zeit, also das ist wirklich was in der Haltung, in die man sich rein entwickelt und die man sich aber früh genug aneignen sollte. Ja. Weil nichts anderes ist so schwer, wie 10 Jahre schon vor sich hinzudümpeln und anschließend dann versuchen, dieses Ding da einzuziehen. Deswegen fangt am besten echt früh genug damit an und macht euch klar, dass ihr in dem Moment, in dem ihr eine unternehmerische Persönlichkeit sein wollt, auch eine repräsentieren müsst, ja, dass ihr wirklich damit auch nach draußen geht und das ist eine Haltungssache auch, ja, wie stehe ich da dahinter, wie setze ich meine Prioritäten, wie viel Zeit investiere ich da rein, was gebe ich mir da überhaupt und bin ich bereit, mir das zu geben, ja. Halte ich auch jeden Tag aufs Neue für wichtiger als mein eigenes Unternehmen? Ja, bitteschön. Was auch immer das ist, es ist es nicht.
Ja, es ist es nicht und es darf es einfach nicht sein. Weil wenn das ist ein permanenter Ablenkungsakt und dieser Ablenkungsakt macht dir permanentes Leben schwer. Und es ist schwer genug, dieses System am Laufen zu halten. Es ist herausfordernd genug, sich in diesem System permanent zurechtzufinden und immer wieder zurechtzufinden und das wieder auszujustieren. Das ist schwer genug. Warum gibt man sich selbst noch diese, legt sich selbst noch diese Aufgabe auf, dass man das noch mehr torpediert und dann auch noch selbst torpediert, was totaler Quark ist, ja? Also, das ist wirklich, das ist wie wenn man selbstständig ein Torpedo in sein System reinschießt. Ja. Und damit das Ding in die Luft jagt, ja? Und das permanent wieder. Ja. Ja, es ist ein Wachstumsprozess und jeder kommt von einer anderen Stelle. Das ist schon wichtig. Nichtsdestotrotz muss man irgendwo mal seinen Startpunkt finden, wo man sagt, okay, da verpflichte ich mich jetzt einfach an der Stelle dem, ja. Da möchte ich jetzt wirklich anfangen damit. Da möchte ich jetzt wirklich auch anfangen, unternehmerisch zu denken. Und dann muss ich anfangen, die richtigen Fragen stellen. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass du in einem großen, fetten Auto rumfährst. Es bedeutet auch nicht, dass du sämtliche Annehmlichkeiten, den ganzen Tag um dich rum sind. Und es bedeutet unter Umständen und bei den meisten Unternehmern und Unternehmerinnen, die ich kenne, die das irgendwann mal gerafft haben, dass es für sie gut funktioniert, bedeutet das, einen Zettel und einen Stift zu nehmen und klar zu kriegen, wo sind meine Prioritäten? Und dann bedeutet es, die wichtigen und die richtigen Dinge zu tun und das immer und immer wieder und die richtigen Entscheidungen zu treffen und manchmal falsche Entscheidungen zu treffen und dann zu korrigieren. Das bedeutet, es ist eine total, du musst wirklich dich dafür entscheiden, eine starke Persönlichkeit zu werden. Ja, und mit dem, ich bin völlig dabei, jeder kommt, es ist ein Wachstumsprozess, ist die eine Seite, jeder kommt von einer anderen Stelle, ja, aber dieses kommt von der anderen Stelle, ist immer, es gibt einen Unterschied zwischen wie viel Wissen habe ich und wie viel Wissen setze ich davon ins Können ein. Und das ist etwas, wo ich einfach sage, so ja, ich brauche bestimmtes Wissen, aber ich kenne ganz, ganz viele Leute, die haben unendlich viel Wissen und bringen davon nichts ins Können. Ja, also setzen davon, sammeln Wissen, egal ob das Marketing und Sales und sonstiger Scheiß ist, bringen davon nichts ins Können und die anderen nehmen jeden Wissensbaustein, mag er noch so klein sein, und setzen ihn ins Können um. Wer von den beiden wird erfolgreicher sein? Schreibt mal da rein in die Kommentare, was meint ihr? Ja? Wer wird erfolgreicher sein? Derjenige, der das Wissen sammelt und sammelt und sammelt und es dann zum Können einbringt? Oder der jeden Wissensbaustein nimmt und sagt, okay, ich setze es jetzt mal um, ich versuche mich damit? Wer wird kurz-, mittel- und langfristig erfolgreicher sein? Gucken wir, ob sie uns antworten werden. Ich. Ich ist eine gute Antwort. Das ist, so ich mein ist immer eine Attitude. Gute Antwort. Attitude. Sehr Attitude gut. Attitude ist auch immer eine Variante. Umsetzer. Ja. Und das ist halt, ich meine, wenn ihr euch anguckt, was wir an Leuten immer faszinierend finden, wenn wir uns, Nummer zwei, okay, der Umsetzer, wenn wir uns angucken, welche Role Models wir toll finden, egal ob das jetzt so große Namen sind, weiß ich nicht, ein Freund von Mark Zuckerberg seid oder ich so wie von meiner Oma. Ja? Meine Oma konnte nicht mal fließend lesen und schreiben. Ja? Geschweige denn das in Russisch und in Deutsch. Meine Oma war, was man heute, es gibt ja so eine Analphabetismus-Skala, meine Oma war in großen Teilen ein Analphabet. Das hat meine Oma aber null interessiert. Ja. Alles, was sie irgendwie an Wissen genommen hat, alles, was sie an Wissen bekommen hat, hat sie umgesetzt. Sie hat damit Familie aufgebaut, hat zwei Kinder alleine großgezogen, hat mitten in den 60ern in München, im spießigen München, in wilder Ehe gelebt und keiner kam dagegen auch nur vor, getraut sich was zu sagen. Meine Oma war schwerst nierenkrank, mit 16 Jahren an der Dialyse. Hat nachher, sind die Ärzte, haben sie immer bei ihr, jeder Arzt, die Assistenzärzte sind alle immer bei meiner Oma vorbeigekommen, weil meine Oma irgendwann mehr Wissen hatte als diese Ärzte in diesem Bereich. Und die ganzen jungen Ärzte dann immer alles von meiner Oma wissen wollten. Die Frau, die nicht mal richtig lesen kann. Ja, das sind pure, das ist das, warum wir Trümmerfrauen, warum wir all diese Leute so wahnsinnig faszinierend fänden. Ja, weil sie halt nun mal die Sachen umgesetzt haben und sich auch nicht davor zurückgehalten haben, mit dem bisschen Wissen, was sie schon haben, da rauszugehen.
Und das ist das, wo man auf der Seite halt immer mal ganz klar mal sagen muss, so tue ich das. Und da kann man sich selber, da muss auch ich mich regelmäßig an die eigene Nase fassen. Wenn der Terminplan mal voll ist oder sonst irgendwas, wie schnell fällt hinten runter, dass das notwendig ist und dass das notwendig ist? Natürlich passiert das. Der Punkt ist nur, auf welchem Niveau kann ich denn sowas zulassen, dass mir das passiert? Und ich weiß ganz genau, was ist, was ich an Zeit und Aufwand reingesteckt habe, als ich diese Firma 2014 aus der größten Scheiße wieder nach oben gepumpt habe. Da war nichts, da war viel Minus. Da war Minus. Viel davon. Und das war schlicht und einfach nicht, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich zähle nur das als Arbeit, wenn der Kunde da sitzt. Nein, ich habe alles dafür getan, dass da ein Kunde sitzt. Das ist so ein wirklich, wirklich wichtiger Punkt. Ich kann es echt immer noch wieder betonen. Uns geht es so verdammt gut. Ja? Ja. Wir leben in einem Land, in dem es uns einfach verdammt gut geht. Jeder von uns, der hier sitzt, der hier auf dieses Netzwerk zugreifen kann, der auf die Kanäle zugreifen kann, der auf Internet zugreifen kann, der hat Möglichkeiten über Möglichkeiten, Dinge zu tun, die unsere Großeltern, unsere Eltern niemals hatten. Ja. Es ist echt einfach. Gleichzeitig ist mir klar, dass es für viele Menschen sehr schwer ist. Nichtsdestotrotz, diesen Dreher in seinem Gehirn, ja, in diesem ganzen Gefüge, das wir ausmachen, müssen wir irgendwann hinkriegen, um es auch wirklich zu nutzen. Wenn ich irgendwo hinschreibe, boah, du bist so toll, bringt mich das nicht weiter. Wenn ich mich inspirieren lasse, bringt mich das nicht weiter. Das Ziel muss sein, selbst toll zu sein und selbst im besten Falle zu wirken und im schlimmsten Falle zu inspirieren. Das ist okay. Aber das muss das Ziel sein. Die Zielsetzung muss immer sein, selbst toll zu sein. Nicht toller als die anderen, sondern selbst toll zu sein und wirklich eine Wirkung zu erzielen mit dem, was wir tun. Und dafür muss einfach nahezu jedes Mittel recht sein. Das heißt, da muss ich üben, da muss ich mich probieren, da muss ich rausgehen. Ich muss schauen, wie kommt meine Wirkung da draußen an. Wenn ich das nicht tue, verschenke ich mir das. Dann muss ich die Vorarbeit machen, dass die Wirkung gut ankommt. Ja, das ist einfach der Weg, den wir da gehen müssen und da werden wir nicht drum rumkommen. Ansonsten kann man es eigentlich echt auch bleiben lassen. Das ist eine, dann sollte man es auch bleiben lassen. Also dann muss man halt irgendwann auch, dann sollte man es auch bleiben lassen, zum Wohl aller. Weil dann wird der Angestelltenjob entspannter und besser bezahlt sein. Dann ziehe ich nicht Ressourcen an der Stelle. Wenn ich diesen Schalter im Kopf nicht umlegen will, dann sollte ich es besser auch sein lassen. Denn ansonsten gehe ich mit meiner Pseudo-Variante eben auch nur auf den Säckel. Das ist einfach so. Und wenn wir dieses Ding hier, das hier, egal welchen Kanal, YouTube, das, keine Ahnung, Instagram, ist mir vollkommen wurscht. Sogar TikTok mit rein, ja. Wenn wir das nicht begreifen als Mittel und Weg dazu, dass wir da draußen wirklich Leute abholen können, dass wir denen einen Dienst erweisen können, dass wir denen Gutes tun können, sondern als Privatvergnügen betrachten, dann ist es halt einfach doof, weil dann verliert es komplett seine Wirkung und dann gestalte ich was nicht mit, was ich normalerweise mitgestalten könnte. Ja. Auch wenn ich Fehler mache, auch wenn irgendwelche Leute es doof finden können. Meine Güte, ja. Ja. Deswegen am Ende des Tages ist es halt schlicht und einfach eine Überlegung, was definiere ich als Arbeit? Was bin ich bereit, wo auch Arbeit reinzusetzen? Und kriege ich mich selbst halt mal mit meinem Schalter am Hirn auf den Punkt, dass wenn ich das sein will, ein Unternehmen oder eine Unternehmerin, dann habe ich nicht viele Wahlmöglichkeiten. Dann muss ich entscheiden, dass das so läuft. Es gibt keine andere Variante. Ansonsten sucht euch einen Job, regt euch aber auch bitte nicht darüber auf, dass die anderen dann erfolgreicher sind oder dass die komische Dinge machen. Fresse halten dann. Oder dass das Niveau fällt oder. Macht es einfach selbst. Ja. Dann habt ihr das Niveau, was ihr gerne haben wollt. Genau das. Ja. Wir hüpfen jetzt in V-Business. Wechseln den Kanal. Und vertiefen ein bisschen. Und wir wünschen euch eine gute Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr uns noch sehen wollt. Bis nächste Woche, wenn ihr uns dann, ich glaube, ich bin bestimmt schon wieder nebenbei, ist die Seite schon wieder dreimal entliked worden. Das war wieder so ein Thema, was die Leute nicht mögen. Passt. In dem Sinne, bis gleich oder bis später oder bis die Tage, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.